Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer im Saal und daheim. Grunderwerbsteuer erhöhen. Wir beraten hier ein Gesetz, welches einen weiteren Bestandteil des Finanztetris dieser Landesregierung sein wird. Löcher müssen gestopft werden. Wo genau, weiß man nicht, wo die Löcher sind, aber Hauptsache, die Tetris-Klötze fallen runter, und das ist in diesem Fall eben das erwartete Volumen von 400 Millionen Euro jährlich an erhöhter Grunderwerbsteuereinnahme. Das, der Kollege Hertha hat es eben noch mal erwähnt, nämlich den Dreiklang der Landesregierung, bestehend aus der Verbesserung der Einnahmenseite, der Konsolidierung der Ausgabenseite, aber insbesondere auch der Investitionen. Es bleibt dabei, wie ich schon in der ersten Lesung zum Haushalt 2012 sagte, es ist ein Missklang und wird einer bleiben. Er wird nur jetzt ersetzt, der Missklang, durch ein Augen zu und durch seitens der die Regierung tragenden Fraktionen im Hinblick auf die Einnahmenseite. Die Politik hat an dieser Stelle versagt, sonst würde es nämlich nicht zu dieser Grunderwerbsteuererhöhung kommen müssen. Mit anderen Worten, Sie kommen einfach nicht los von diesem Missklang. Und wie man ja unlängst hören und lesen konnte, ist es ja sogar innerhalb der die Regierung tragenden Fraktionen, die hier diesen Gesetzentwurf vortragen, zu erheblichen Auseinandersetzungen und Streit gekommen, bis hin zum, ja, ich sag mal, zum Rücktritt des haushalts- und finanzpolitischen Sprechers der Fraktion SPD, der sich nun egal vor welchem Presseorgan hingestellt hat und deutlich gemacht hat, wie er und seine Mitstreiter innerhalb der Fraktion zu dieser Grunderwerbsteuerinitiative stehen, nämlich Zeichen auf glatte Ablehnung. Wir werden sehen, angesichts der namentlichen Abstimmung, die hier beantragt ist, wie es dann damit auskommt. 21 von 23 Sachverständigen haben in der Anhörung zum Grunderwerbsteuergesetzänderung gesagt, wir lehnen das ab. Das mögen Verbandsvertreter sein, aber all diese Verbandsvertreter, lieber Kollege Witzel, stehen für zigtausende von Menschen und Unternehmen in diesem Land, und das scheint hier an jeder Stelle vergessen zu werden. Sie lernen es einfach nicht, wie das hier funktioniert. Das haben wir ja schon bei der Besoldungsanpassung gemerkt. Da haben Sie auch von 21 Sachverständigen gehört, verfassungswidrig. Was haben Sie gemacht? Gesetz durchgepeitscht. Vom Besoldungsdesaster ins Verfassungsdesaster und vom Kassendesaster des Landes in die Grunderwerbsteuererhöhung. Herzlichen Glückwunsch, liebe Landesregierung, dass Sie in dieser Form von den Sie tragenden Fraktionen vor sich hergetrieben werden. Und ich glaube Ihnen, Herr Finanzminister, wenn Sie dann sagen, jawohl, Share-Deals müssen platt gemacht werden. Das ist eine Sache, das Stopfen von Steuerschlupflöchern, wie wir es in drei verschiedenen Ausschusssitzungen nachhaltigst gefordert haben, nämlich, dass wir sagen, Grunderwerbsteuerumgehungstatbestände müssen eliminiert werden, andernfalls ist eine Grunderwerbsteuererhöhung in Nordrhein-Westfalen nicht durchführbar. Das können Sie den Menschen hier im Lande nicht mehr verkaufen. Und bereits 2013 haben wir Sie aufgefordert, im Zusammenhang mit den Lizenzboxen, stopfen Sie diese Modelle. Sie haben einen Entschließungsantrag dazu gemacht am 20.11.2013, in dem Sie angekündigt haben, Sie werden dafür sorgen, dass dem geschieht. Jetzt berufen Sie sich immer auf OECD-BEPS. Aber in Bezug auf die Schließung von Steuerschlupflöchern können Sie sich nicht mehr darauf berufen. Das ist eine rein nationale Angelegenheit. Und im Hinblick auf die rein nationalen Angelegenheiten, Herr Finanzminister, haben Sie angekündigt, werden Sie notfalls eben den Alleingang wagen nach Berlin. Gut, das sagt jetzt der Entschließungsantrag. Der Kollege Hertha hatte es letzte Woche im Haushalts- und Finanzausschuss auf mein Anraten, sage ich jetzt mal, in Aussicht gestellt. Vielen Dank, liebe SPD. Dieser Entschließungsantrag liegt zum Teil vor. Er geht aber natürlich mal wieder hinaus über diese klare Kante, zu sagen, wir machen das Ding dicht. Stattdessen vermischen Sie das wieder mit irgendwelchen Strukturänderungen im Bereich der Grunderwerbsteuer. Und da müssen wir mal gucken und eventuell einmal klare Kante,
einmal sagen, wir gehen nach Berlin, einmal sagen, wir gehen in den Bundesrat und einmal sagen, wir stopfen die Schlupflöcher. Aber diese Lippenbekenntnisse brauchen wir leider nicht mehr. Wir brauchen diese Lippenbekenntnisse nicht. Deswegen haben wir gesagt, mit unserem Entschließungsantrag machen. Und vor allen Dingen auch machen, dass die Landesregierung ihre Aufsichtspflicht gegenüber den landeseigenen Betrieben wahrnimmt und dafür Sorge trägt, dass nicht in zig Millionenfacher Höhe landeseigene Betriebe in Nordrhein-Westfalen Grunderwerbsteuer umgehen bzw. Erwerbsvorgänge durchführen, die dazu führen, dass Grunderwerbsteuer nicht bezahlt werden muss. Das ist moralisch, ethisch und landespolitisch wie aber auch haushalts- und finanztechnisch verwerflich. Verwerflich. Üben Sie Ihre Mandate mal so aus und verstecken sich nicht immer hinter irgendwelchem Aktienrecht. Das geht einfach so nicht in Nordrhein-Westfalen. Das verstehen die Menschen hier in Nordrhein-Westfalen nämlich auch nicht. Also, von daher werden wir leider Gottes dem Entschließungsantrag der SPD nur mit Enthaltung begegnen können, insofern, als wir die Ziffer 1, es sei denn, lieber Herr Kollege Hertha, es sei denn, Sie lassen abstimmen über Ziffer 1 und 2 getrennt. Ja, das wollen wir. Dann wären wir selbstverständlich bei der Ziffer 2 bei Ihnen. Und ich gehe davon aus, dass Sie im Hinblick auf unseren Entschließungsantrag ebenfalls dabei sind, den wir ja nun auch gleichermaßen vorgelegt haben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus